Zu den bekanntesten Börsengesichtern gehört natürlich auch Mick Knauf. Und deswegen ist er auch beim Börsentag in Dresden 2017 dabei. Mick, die große Frage, die sich mir jetzt als allererstes stellt, was hat es eigentlich mit deinem ominösen Kugelschreiber auf sich, den du sehr oft in deinen Sendungen in der Hand hältst und sie ihn dann auch hochhältst? Ist das so eine Art Zauberstab oder ist das irgendetwas, womit du deine Glaskugel dann steuern kannst, in die du hin und wieder reinschaust? Ja, Zauberstab wäre natürlich manchmal gefragt, vor allen Dingen, wenn man den DAX ein bisschen nach oben zaubern möchte. Nein, es ist ganz einfach etwas, damit man sich irgendwo festhält, weil wir haben in der Moderationsschule gelernt, keine Hände in die Hosentaschen, und dann zeige ich da, aber das hat sich wirklich mittlerweile irgendwie als Markenzeichen etabliert. Mittlerweile wird sogar darauf gewettet, wie häufig ich am Tag meinen Stift hebe. Ja, der Vorteil für mich ist, ich habe das Mikrofon in der Hand als Blitzableiter und das beruhigt irgendwie natürlich. So, können wir denn an der Börse jetzt auch aktuell beruhigt sein oder wird das ein, ja, Börsenjahr, was viele nervös werden lässt. Ich meine, wir haben ja politische Börsen, ganz klar. Ich meine, außer Donald Trump, außer dem Brexit, haben wir dieses Jahr noch mindestens zwei Wahlen, Frankreich, Deutschland, eventuell noch Italien. Ich denke, dass es dieses Jahr vor allen Dingen um den Zusammenhalt in Europa gehen wird. Ja, ich meine, sicherlich schauen wir, was wird Donald Trump gemacht haben oder was wird er machen in seinen 100 Tagen. Aber dieses Jahr könnte durchaus noch ein gutes Börsenjahr sein, da wir ja auch unser Allzeitrekord hoch beim noch gar nicht erreicht haben. In einem Ritz oder unter Schwankungen. Das heißt, wir müssen ja immer auch mal mit Rückschlägen rechnen. Welche Ereignisse könnten diese denn möglicherweise hervorrufen? Ja, diese Ereignisse, wie schon angesprochen, werden die Wahlen logischerweise sein. Da werden wir natürlich in Frankreich Wahlen haben, wir haben in Italien eventuell Wahlen, wir haben in Deutschland Wahlen. Da kann es natürlich immer wieder mal zu Verwerfungen kommen, obwohl die Märkte darauf eher weniger reagiert haben. Wir schauen natürlich ganz klar jetzt auf Amerika, die 100 Tage Donald Trumps. Welches Programm wird er tatsächlich schaffen? Und wie sieht es mit England aus, mit Großbritannien? Wie wird der Brexit letztlich ausgestaltet? Ich meine, da könnte es durchaus noch mal ein bisschen runtergehen. Aber ein bisschen runter, ja, mein Lieber, ich sage immer, ein bisschen runter ist doch schön, weil da können wir ein bisschen einkaufen, weil jetzt sind die Leute wieder so weit, dass sie sagen, oh, ist so teuer, ist so teuer. Ja, wann ist denn nicht so teuer, meine Damen und meine Herren, sage ich immer. Also von daher mache ich mir da großartig keinen Kopf drüber. Man muss natürlich dafür das nötige Kleingeld haben und auch den Mut, dann im richtigen Moment dann einige Positionen einzugehen. Was sagen dir denn im Moment deine Gesprächspartner? Was erwarten sie von den kommenden Börsenmonaten? Welche Branchen würden Sie vielleicht übergewichten? Wo sehen Sie die Favoriten? Ja, meine, okay, wir hören ja von vielen Banken, von vielen Analysten Ende des Jahres den DAX zwischen 11.800, 12.500. Damit hätten wir ja bei Zeiten sogar schon neues Allzeithoch erreicht. Meine, von den Branchen her muss man sagen, was ich sehr spannend fand, natürlich das große Thema Automobile und VW, verständlicherweise. VW ist hervorragend gelaufen. Viele waren ja der Meinung nach Dieselgate, die machen direkt die Grätsche, gehen pleite. Nein, da lag man bei 80 Euro, jetzt liegt man bei 150. Da hat man ordentlich Geld dran schnappen können. Ansonsten setze ich ja auf Substanztitel, DAX und MDAX-Titel, die mit Dividende und die, die vor allen Dingen familiengeführt sind, damit ich Qualität im Portfolio habe. Ja? Wenn ich nach Amerika schaue, sicherlich eine Amazon, eine Facebook, eine Procter & Gamble, das heißt also da die Produkte, die ich täglich brauche, Pampers, Gillette, das sind die Sachen, mit denen natürlich umgegangen wird und das auch in der größten Not, wenn es denn sein sollte. Aber aktuell für mich interessant zum Beispiel auch eine Alibaba. Jack Ma, hervorragender Vorstandsvorsitzender, ganz klein angefangen, hat sein Unternehmen hervorragend aufgebaut. Einige konkrete Hinweise waren dabei, aber wenn du sagst DAX und MDAX, welche denn da? Ja, beim DAX bin ich nach wie vor auf Pharma, muss ich ganz klar sagen, hin oder her, ob nun die Medikamentenpreise in den Vereinigten Staaten steigen sollten oder nicht. Pharma wird gekauft, da haben wir eine Bayersdorf, wir haben eine Fresenius, wir haben eine Fresenius Medical Care mit dabei. Ja, ganz, ganz tolle Werte, aber auch eine Henkel in dem Bereich Waschmittel, gewaschen und geputzt wird immer. Altes Börsensprichwort halt eben dementsprechend auch. Ja. Aber ich kann mir auch meine SAP zum Beispiel anschauen. Die Adidas ist schon fast zu heiß gelaufen, muss ich sagen. Und beim MDAX bin ich nach wie vor der Meinung, Hugo Boss wird sich wieder erholen. Boss ist ein Qualitätsmerkmal. Made in Germany wird geliebt, wird gekauft. Eine Geberit, die halt eben im Sanitärbereich unterwegs sind. Eine Vielmann vielleicht auch. Meine Brillen werden auch immer wieder gekauft. Deine Brille ist doch nicht von Vielmann. Jetzt hör auf. Aber ich war tatsächlich da und ich habe verglichen. Also das auf jeden Fall. Aber das sind Titel, die würde ich mir dementsprechend anschauen. Ne? Wenn du jetzt hier so durch die Reihen gehst beim Börsentag Dresden, ist ja auch immer ein schöner Indikator, die Stimmungen aufzunehmen. Und man sagt ja, die Hosse stirbt in der Euphorie, die Beste stirbt in der Panik.
Haben wir eins von beiden irgendwie oder sind wir im gesunden Mittelmaß, sodass noch Potenzial genug da wäre für Aktien? Also ich denke, wir sind im Mittelmaß. Und was viele ja noch gar nicht begriffen haben, ist der Vermögensaufbau. Der fängt ja nicht direkt mit 10.000 oder 15.000 Euro an. Ich sage mal, gerade den jungen Leuten, 4,25, dann sollen sie im Monat schon mal leicht ansparen mit 100, 200 Euro und davon schon mal ein kleines Portfolio langsam, aber sicher für die nächsten 10, 15 Jahre aufbauen. Alle, die das Wort Börse hören, ja, die sehen immer von Spekulation schnell reich, da muss ich nächste Woche mein Geld verdient haben. Ja, so läuft es nicht, meine Damen und Herren. Sie müssen schon ein bisschen Geduld haben, schon ein bisschen abwarten können und das mit Substanztiteln. Also, fasse ich es mal zusammen, investieren statt sparen ist, investieren statt spekulieren, so ist richtig, ist das, was Mick Knauf ebenfalls bevorzugt, aber hin und wieder kann man mit einer kleinen Position auch mal ein bisschen Spaß haben, das ist doch auch keine Frage. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ja, wenn ich ein kleines Portfolio mit 10 Titeln habe, da darf auch einer mal ein Ausreißer sein, dann kann ich mal so ein bisschen kitzeln lassen, keine Frage, auch das gehört dazu. Also lassen wir es kitzeln gemeinsam mit unseren Zuschauern, wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg.